Wir stehen nun am Beginn der Pilzsaison. Nicht wenige nutzen jetzt die Gelegenheit eines Waldspaziergangs, um gleichzeitig nach Pfifferlingen und Steinpilzen Ausschau zu halten und sie einzusammeln. Bei allen Pilzen und Schwammeln ist aber immer größte Vorsicht geboten, denn wie Experten dauernd wiederholen, essbare und giftige liegen oft nah beieinander. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann also zu schlimmen Folgen führen. Expertinnen und Experten der mykologischen Kontrollstellen der Dienste für Hygiene und öffentliche Gesundheit stehen allen Pilzbegeisterten mit kostenlosen Beratungen zur Verfügung. Diese Kontrollstellen gibt es in Bozen, Brixen, Meran und Bruneck. Bei den Pilzen gibt es keine allgemeinen Hinweise, die man geben kann, um Verwechslungen von Pilzen zu vermeiden. Bei den Pilzen gibt es einzelne Arten, die sich teilweise ähneln, aber der Experte kennt mehrere Merkmale einer jeden Art, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um diese Art handelt und nicht um eine giftige Art, die ähnlich aussieht. Also es gibt keine allgemeingültigen Grundsätze, die man einer Person, die gerne Pilze sammelt, geben könnte, um zu vermeiden, dass Verwechslungen passieren. Immer wieder kommt es vor, dass giftige Pilze mit essbaren verwechselt werden. Die Broschüren und das Infomaterial des Südtiroler Sanitätsbetriebs beschreiben die Eigenschaften der Pilze und zeigen eventuelle Schwierigkeiten im Detail auf. Beim Sammeln von Pilzen kann man einige Hinweise geben, wie zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass man einen Korb verwendet, wie auch das Landesgesetz über das Pilzesammeln schon vorschreibt. Dieser Korb hat den Vorteil, dass die Pilze während dem Pilzesammeln luftig gelagert werden können oder aufbewahrt werden können, was sehr gut ist für die Aufbewahrung der Pilze. Im Unterschied zu einem Plastiksack, wenn sie dort drinnen aufbewahrt werden, ist das für die Konservierung ganz schlecht. Dann andere Vorteile des Körbchens sind natürlich auch, dass letzte Sporen im Wald noch zu Boden fallen können, dass andere Erdreste oder andere Teile, die mit dem Pilz gesammelt wurden, wieder zu Boden fallen können. Außerdem ist es empfehlenswert, nicht zu viele Pilze einfach nur so aus Spaß auszureißen und sie dann zu zertreten, weil natürlich die Pilze eine wichtige Funktion im Wald erfüllen, aus ökologischer Sicht und für die Waldgesundheit sehr wertvoll sind. Beim Pilzesammeln selbst ist es auch noch wichtig, dass man die Reste der Erde, die am Stielende sich befinden, dass man die im Wald schon säubert. Weil einerseits bleibt alles, was vom Wald ist, dort, außer der Fruchtkörper, den wir zu Hause dann kochen werden. Und zudem vermeiden wir, dass wir unsere Pilze, die wir gesammelt haben, mit Erde verschmutzen. Vielleicht noch ein Hinweis betreffend die Eltern, dass sie den eigenen Kindern mitteilen, dass sie nicht jeden Pilz, den sie finden, in den Mund nehmen sollen. Also weder Pilze, die sie im Garten finden, noch Pilze, die sie im Wald finden. Aber auch sogar Pilze, die in der eigenen Wohnung wachsen können, in Töpfen, wo Zierpflanzen sich befinden, weil auch diese unter Umständen giftig sein können. Diese Botschaft ist sehr wichtig, um zu vermeiden, dass Kinder sich vergiften können. Die Expertisen der Fachleute der mykologischen Kontrollstellen beschränken sich aber nicht nur auf die Beratung von Privatpersonen. Sie stellen auch Bescheinigungen für den Verkauf von frischen Pilzen aus und führen Eignungsprüfungen zum Pilzhandel und Verkauf durch. Im Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit gibt es die Kontrollstelle für Pilze. In dieser Kontrollstelle gibt es verschiedene Aktivitäten, die wir durchführen. Unter anderem können Privatpersonen, die Pilze sammeln, zu den bestimmten Öffnungszeiten des mykologischen Kontrolldienstes zu uns kommen, um die Pilze anschauen zu lassen, um sicher zu sein, dass die Pilze essbar sind, beziehungsweise dass man eventuell kritische Pilze oder giftige Pilze aussortieren kann.
Weitere Aufgaben sind zum Beispiel auch die Überwachung des Verkaufs von Pilzen, von frischen, wildwachsenden Pilzen in Geschäften oder auch in der Gastronomie, um sicherzustellen, dass diese Pilze mykologisch zertifiziert worden sind. Das heißt also, frische, wildwachsende Pilze, Pfifferlinge, Steinpilze müssen, bevor sie in den Verkauf gehen, von einem Mykologen zertifiziert sein. Diesen Dienst können wir auch anbieten, wenn Privatpersonen Pilze sammeln und diese an einen Obst- und Gemüseverkäufer weiterverkaufen wollen, bieten wir praktisch die mykologische Zertifizierung dieser Pilze auch an. Das sind so die wichtigsten Aufgaben, die wir im Zusammenhang mit den Pilzen in unserem Dienst durchführen. Adressen, Termine und Öffnungszeiten der mykologischen Kontrollstellen in den 4 Gesundheitssprengeln Südtirols können im Internet nachgelesen werden unter www.sabes.it.